Jerusalem ist der wichtigste Ort, wenn es um Jesus geht. Weil hier hat er nicht nur gelehrt, gewirkt, sondern hier sind eben auch der Höhepunkt seines Lebens, die letzten Tage, eben seine Verurteilung, sein Tod und seine Auferstehung. All das ist in Jerusalem verortet. Via Dolorosa, das letzte Abendmahl, was die Christen am Gründonnerstag feiern, hier in Jerusalem. Eben die Kreuzigung, Karfreitag, hier in Jerusalem. Und dann die Auferstehung, Ostern, auch hier in Jerusalem. Das heißt, Christentum ohne Jerusalem gibt's nicht. Der Benediktinerpater Nikodemus Schnabel lebt seit vielen Jahren in Jerusalem. Die Via Dolorosa, der schmerzhafte Weg, ist für ihn ein ganz besonderer Kraftort des Glaubens. Gerade am Karfreitag kamen jedes Jahr Zehntausende, um den Leidensweg Jesu nachzuvollziehen. Bis zur Corona-Krise. Als wir im Februar 2020 mit dem Geistlichen durch Jerusalem pilgern, ist noch nicht abzusehen, wie dramatisch sich die Stadt verändern wird. Gerade haben die Touristenzahlen einen Höhepunkt erreicht. An manchen Tagen ist fast kein Durchkommen entlang der 14 Stationen der Via Dolorosa bis zur Grabeskirche. Kurz darauf: Kirche, Altstadt, der Basar. Verlassen. Die Überfüllung der christlichen Stätten hatte viele geschmerzt. Nun tut die Leere weh. Gerade jetzt sehnen sich viele Menschen weltweit nach der christlichen Botschaft, die von der Via Dolorosa ausgeht und die über Jahrtausende aktuell geblieben ist. Eine Spurensuche in Jerusalem, als dies noch möglich war. Die Via Dolorosa ist aus der Kreuzfahrerzeit stammend ein Gedächtnisweg des Leidens Christi. Das heißt, hin zu seinem Tod und zu seiner Beerdigung. Und wirklich von der Verurteilung beginnend ist es ein Mitvollziehen dieser letzten Stunden des Lebens Jesu. Schon aus dem Mittelalter wird berichtet, dass die Gläubigen durch die Altstadt gezogen sind. Die einzelnen Stationen wurden von den Franziskanern entwickelt und immer wieder an die Zugänglichkeit für die Pilger angepasst. Das bedeutet, im Verlauf der Jahrhunderte wurde der Verlauf der Via Dolorosa mehrmals geändert. Also hier ist jetzt der offizielle Beginn der Via Dolorosa, die erste Station. Die eigentlich erste Station ist die heutige Umarie-Schule. Das heißt, wenn die Franziskaner anfangen, am Freitag ihr Kreuzweg zu beten, beginnt er im Schulhof der Umarie-Schule. An der ersten Station gedenken die Pilger der Verurteilung Jesu durch den römischen Statthalter Pontius Pilatus. Ob sich hier wirklich dessen damaliger Amtssitz, die römische Festung Antonia, befand, ist archäologisch äußerst umstritten. Und interessant ist, das ist halt eine Theorie, dass das halt die Festung Antonia war. Und diese Schule ist bis heute, wenn man dort ist, kann man wunderbar auf den Tempelberg, auf das Plateau hinunterschauen. Und das ist natürlich auch sinnvoll, wenn das mal eine Garnison war, wo Soldaten waren, konnten die eben auch gut kontrollieren. Wie gesagt, das ist eine archäologische Theorie. Jetzt ist halt das Schule. Man kann jetzt nicht auf einem Schulhof die Kinder da stören. Das heißt, es gibt eine Ausweichstation. Das ist hier eben das Studium Biblicum Franciscanum. Eine kleine Mini-Universität, wo man Archäologie und Bibel studieren kann, wo es eben zwei Kapellen gibt, die Geißelungskapelle, die Flagellatio, und die Verurteilungskapelle. Die Geißelungskapelle geht zurück auf das 19. Jahrhundert. Herzog Max Josef in Bayern hat ihren Bau finanziert. Eine Tafel erinnert daran. Also ohne den Herzog Max von Bayern wäre das hier nicht so möglich, also gerade diese Gebäudekomplex. Dem Vorreiter Max Josef folgend
wurden im 19. Jahrhundert weitere Kapellen entlang der Via Dolorosa errichtet. Man kann sagen, die Via Dolorosa von heute hat bayerische Wurzeln. An der zweiten Station, wo Jesus damals sein Kreuz genommen haben soll, können Pilger heute Kreuze leihen. Ich sag mal, deutschsprachige Gruppen machen das eher weniger, aber gerade Gruppen aus Osteuropa, Südosteuropa, Lateinamerika leihen sich gerne ein Kreuz aus und gehen mit diesem Kreuz die Via Dolorosa. Eine Möglichkeit, aber den Kreuzweg stärker auch noch mal körperlich mitzugehen und noch mal stärker näher zu sein Jesus. Das ist eben der Wunsch, den es Jerusalem schon seit Jahrhunderten gibt, irgendwie auf den Spuren Jesu, wirklich das zu spüren, wie hat er gefühlt, will ich auch fühlen. Also dieses Christus-Nachfolge mal ganz konkret, ganz leiblich. Tut uns Deutschen manchmal gut, wir sind ja so Kopfmenschen, immer im Kopf. Und manchmal tut es auch gut, wenn der Glaube von Kopf ins Herz geht und ganz körperlich. Und das ist auch Via Dolorosa, ist wirklich auch eben auch dieses Hinknien bei jeder Station, wirklich die sich auch wirklich erniedrigen. Und das ist etwas, ich würde jeden warnen, sich dazu schnell drüber lustig zu machen, weil ich glaube, Glaube tut auch gut, wenn man einfach mit allen Sinnen das mal auch spürt, nachspürt. Impressionen der Karfreitagsprozessionen der vergangenen Jahre. In Zeiten der Versammlungsverbote wegen der Coronavirus-Pandemie wirken Bilder wie diese an Ostern 2020 wie aus einer anderen Welt. Auch sie wurden von der weltweiten Krise hart getroffen. Die Darstellerinnen und Darsteller der Oberammergauer Passionsspiele besuchen im September 2019 das Heilige Land mit ihrem Regisseur Christian Stöckel. Im Frühling 2020 sollte in Oberammergau die nächste Aufführung der weltberühmten Passionsspiele stattfinden. Denn alle 10 Jahre verwandelt sich ihr Dorf in eine riesige Theaterbühne. Wegen Corona werden die Spiele um 2 Jahre verschoben. Aber davon ahnen sie natürlich noch nichts, als sie auf den Spuren von Jesus durch die Via Dolorosa laufen. Die Hälfte der Darsteller sind erste, die machen das erste Mal in Israel und machen auch das erste Mal große Rollen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie so Impulse kriegen. Also ich merke das ja am Abend durch die Gespräche total, dass einfach da jeden Tag schiebt sich da was im Kopf. Und das ist gut für die Probenarbeit dann. Jetzt bitte alle auf die Bühne rauf. Hosanna, raus. In der mehrere Stunden dauernden Aufführung spielen die Oberammergauer die letzten 5 Tage im Leben Jesu nach. Ja, das geht. Wenn man nach Israel fährt, wenn man. Ja, man kriegt ein anderes Gespür dafür, man kriegt ein anderes Lebensgefühl. Weil wir haben ja immer so einen wahnsinnigen europäischen Jesus im Kopf. Und unser Jesusbild ist ja geprägt von dem, was wir von der Kirche haben. Frederik Mayet, der auf dem schmerzhaften Weg mit dem Kauf einer Dornenkrone liebäugelt, ist einer der beiden Jesusdarsteller. Erstmals fanden die Passionsspiele 1634 statt, als Einlösung eines Versprechens nach der überstandenen Pest. Deine Reise dauert ohnehin nicht mehr lang. Mayet ist ins Heilige Land gereist, um seine Figur besser kennenzulernen. Der Funke springt da total über. Also wir waren ja, bevor wir hier in Jerusalem ankamen, am See Genezareth. Und wenn man dann so die Landschaft anschaut,
das macht was mit einem. Also da wenn man weiß, da war das vor 2000 Jahren, da hat er gelehrt, gepredigt, da ist man einfach berührt. Und gestern waren wir am Ölberg und wenn man dann den Blick auf die Stadt hat und sagt, ja, da war der Jesus auch und hat einen ähnlichen Blick gehabt. Also da war ja, da wo halt jetzt der Felsen drum steht, da war früher der Tempel und da hat er Ängste gehabt, hat gebetet, war verzweifelt. Also da kommt man der Figur schon auf eine schöne Art und Weise einfach nahe. Also, und man weiß ja, dass man das irgendwie nächstes Jahr darstellen muss. Und man entwickelt da so ein Gespür, ein Gefühl dafür, wie das vielleicht gewesen sein könnte vor 2000 Jahren. Vielleicht war es ganz anders, aber irgendwie ist das eine, also für uns alle, glaube ich, eine super Vorbereitung. Auch rein äußerlich zeigen die Vorbereitungen Wirkung. Der Oberammergauer Barterlass verlangt, dass die männlichen Darsteller ein Jahr vor der Premiere aufhören, sich zu rasieren. Und mit den Haaren wachsen sie auch in ihre Rollen hinein. Ja, gestern Abend waren wir noch in Jerusalem unterwegs und auf einmal kommen zwei junge Juden und ganz unvermittelt auf mich zu und sagen, du schaust aus wie Jesus. Und da war ich erstmal halt total überrascht und habe erstmal gar nichts gesagt zu denen und bin mit denen ins Gespräch gekommen. Und die waren irgendwie, der eine aus New York, der andere aus Dallas und es waren 17-, 18-Jährige. Und dann haben wir uns ausgetauscht und war ein echt nettes Gespräch und am Ende habe ich ihnen dann ein Foto gezeigt von den letzten Passionsspielen, wo ich als Jesus drauf bin. Und dann haben die natürlich auch total lachen müssen, weil die halt erst mit so einem blöden Spruch auf einen zugekommen sind. Es war eine total witzige Begegnung. Der Weg von der zweiten zur dritten Station führt über die Al-Wat-Straße. Eine der belebtesten und wichtigsten Altstadtgassen. Und hier ist es so spannend, weil hier wirklich die drei Religionen gerade an einem Freitag sich komplett knubbeln. Eben die Christen kommen die Via Dolorosa. Hier sind wir hergekommen und laufen dann weiter die Via Dolorosa. Die Juden kommen, gerade die sehr frommen Juden, kommen eben von Meir Scherim. Das ist der kürzeste Weg zur Kottel, zur Westmauer, zur Klagemauer, zu ihrem Gebet. Und gerade Freitag, Er Shabbat, für Juden ganz wichtig. Und die Muslime haben Freitag natürlich auch ihr Hauptgebet. Und natürlich für die ist es auch, weil dort ist der Busbahnhof, kommen natürlich auch alle hier auf dem Weg zum Haram al-Sharif. Und dann ist wirklich hier, ja, sag mal, sehr intensiv. Hier ist natürlich auch der Ort, wo es manchmal auch sehr spürbar spannungsreich wird. Jerusalem, die Stadt dreier monotheistischer Weltreligionen. Eine Stadt, deren Intensität sich niemand entziehen kann. Anstrengend, inspirierend, fordert. Sehnsuchtsort der Gläubigen. Aber auch eine Stadt, die politisch aufgeladen ist. Manchmal vergiftet durch Exklusivitätsansprüche. Eine Stadt, unfähig zum Smalltalk. Denn in Jerusalem ist nichts egal. Diese Stadt verzeiht nichts. Eine Stadt voller Leid, voller Verletzung, voller Schmerz. Ein Mikrokosmos des palästinensisch-israelischen Konflikts. Doch es gibt so viel mehr in Jerusalem. Zauber von Jerusalem, wie ich ihn spüre, ist ja gerade diese Mixtur. Ein Sehnsuchtsort für Juden, für Christen, für Muslime. Ich sage, ich freue mich über jeden jüdischen Pilger, über jeden muslimischen Beter und Pilger, weil es ja gerade dieser Ort ist, ja ein Sehnsuchtsort eben nicht nur für eine Religion, sondern eben Milliarden Menschen auf der Erde kriegen leuchtende Augen, wenn es um Jerusalem geht. Ich muss sagen, wie traurig sind dann diese Hooligans der Religion, diese Extremisten, die sagen, nein, nur ich und die anderen haben hier nichts verloren.
Und das muss ich sagen, das ist das, was mir am meisten schmerzt. Und mein Traum ist wirklich Jerusalem als eine inklusive Stadt, als eine offene Stadt, die sagt, egal ob du Jude, Christ oder Muslim bist, ob du Atheist bist, herzlich willkommen, Jerusalem gehört der Menschheit, gehört allen. Pater Nikodemus Schnabel hat sich während seines Studiums in Jerusalem in diese Stadt verliebt. 2003 trat er in den Benediktinerorden der Dormitio-Abtei auf dem Berg Zion ein, an einem grünen Donnerstag. Hier ist dann die dritte Station, dass Jesus zum ersten Mal fällt. Fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Und da ist ganz interessant, die ersten beiden Stationen waren unter der Obhut der Franziskaner. Wenn man will, die erste Station sogar unter muslimischer Obhut, eine Schule. Und die dritte Station ist auch unter katholischer Obhut, aber eben nicht römisch-katholisch. Das ist das, was wir in Deutschland kennen. Wir denken immer, oder viele, katholisch gleich römisch-katholisch. Es gibt aber auch Katholikinnen und Katholiken, die auch zur Kirche gehören, wo das Oberhaupt der Papst ist, die aber einen anderen Ritus haben. Das ist hier das armenisch-katholische Patriarchat. Das heißt, eine katholische Kirche, wo die Christen im armenischen Ritus die Gottesdienste feiern. Die haben die dritte und vierte Station, so der Obhut der armenisch-katholischen. Die meisten Stationen gehen auf biblische Schriften zurück. Aber manche auch auf die sogenannten Apokryphen. Also Evangelien, die es nicht in die Bibel geschafft haben, aber das Bedürfnis der Gläubigen nach etwas mehr ausschmückenden, erzählfreudigen Details erfüllen. Die vierte Station ist eine der Stationen, die so nicht in der Bibel steht, die aber irgendwo nachvollziehbar sind. Nämlich Jesus begegnet seiner Mutter, seiner weinenden Mutter. Und ich meine, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Ich glaube, das ist ein Schmerz, der unvorstellbar ist, wenn Eltern Kinder zu Grabe tragen. Die Mutter weiß, ihr Sohn wird jetzt hingerichtet, stirbt. Und das ist halt diese Begegnung, der hier gedacht wird. Und deshalb ist diese Begegnung auch bei den Passionsspielen ein wichtiges Kapitel. Mutter Maria. Welche Bedeutung hatte sie im Leben und Wirken von Jesus? Und wie kann man ihre Rolle darstellen, neu interpretieren? Maria, was auch geschieht, es ist Gottes Fügung. Eva Reiser spielt in Oberammergau die Mutter von Jesus. Natürlich kann man sagen, was ist mit den anderen? In Jerusalem hat sie für sich entdeckt, was sie an Maria beeindruckt. Hat man immer wieder die Möglichkeit, selber auch mal nachzufragen, wie könnte es gewesen sein. Was ich ganz schön fand, war, dass Maria es ja von Anfang an wusste, was sie erwartet und dass sie trotzdem mit so einer Stärke daran gegangen ist. Und diese Trauer, die man spürt, wenn der eigene Sohn ans Kreuz genagelt wird. Und sie wusste es von Anfang an und hat ihn trotzdem begleitet und hat ihn war immer trotzdem immer bei ihm und an seiner Seite. Und das ist mir irgendwie noch mal klarer geworden hier. Nicht nur in Oberammergau. Auch auf der Via Dolorosa selbst wird der Leidensweg von Jesus bisweilen von Darstellern nachgespielt. Manchmal besonders theatralisch. Also man kann sich vorstellen, es gibt ja immer auch Schaulustige, die sich daran ergötzen. Das war natürlich auch ein Spektakel. Das haben wir bis heute, die Gaffer. Ne? Beim Autounfall alle gucken und ergötzen sich ja eigentlich quasi, lebt er noch, blutet der, ist das Bein noch dran oder so. Ich meine, klar, muss ich mir vorstellen, jemand, der zur Hinrichtung geführt wird, ist vogelfrei. Dem muss man jetzt nicht freundlich grüßen, da muss man keinen Respekt haben, ganz im Gegenteil. Da kann man sozusagen das Schlechteste vom Menschsein rauskehren. Natürlich, man muss sich das vorstellen, da wurde auf ihn gerotzt, gespuckt, verbal beschimpft.
vielleicht auch noch mal einen Tritt bekommen. Ja, man darf sich das wirklich vorstellen, dass es ganz un... Das ist die Erfahrung, die Jesus macht auf der Via Dolorosa. Er ist zwar unter Menschen umgeben, aber keiner kümmert sich um ihn. Eigentlich wird er verachtet, er wird verspottet, er wird allein gelassen. Und diese Hilflosigkeit. Und ich glaube, das ist vielen Menschen auch manchmal bekannt. Und ich glaube, Via Dolorosa kann auch so ein Trost sein, wenn ich selbst ganz unten bin, wirklich selbst total vereinsamt bin und eben nicht mehr kann, nichts mehr besitze, mich Leute verachten, dass ich weiß, Gott, der in Jesus Christus Mensch wurde, kennt das. Was für ein Mensch war dieser Jesus? Am Rande der Via Dolorosa ringen Regisseur Stückel und sein Oberammergauer Ensemble förmlich um die Auslegung der Evangelien. Wie kann die Botschaft Jesu aus heutiger Sicht vermittelt werden? Eine kontroverse Diskussion entfacht mit ihrem theologischen Berater, Monsignore Thomas Frauenlob. Der Priester hat einige Jahre im Vatikan gearbeitet. Der Jesus sagt, wenn es vom Kopf her stinkt, dann hat es verkehrt. Dass ich das ernst nehme, was Jesus getan hat. Und wenn ich da einen Link sehe, dann mich darum kümmert und nicht achtlos vorbeigehe. Da brauche ich kein großes Gesetz. Aber ich finde es gerade komisch, dass wir jetzt genau auf den Punkt kommen mit Kirche. Weil wir ja genau an dem Punkt sind, dass ja du auch gesagt hast, der will Bewegung, der will Auseinandersetzung. Und der junge Mensch, der 33 Jahre war, der wollte ja nicht was Neues schaffen. Ganz bewusst wollte er nichts was Neues, sondern er wollte eine Bewegung in seiner Community. Mich wundert gar nicht, dass man genau an so einer Stelle dann auf die Probleme mit der Kirche kommt. Weil für junge Leute geht es ja auch so, dass man sagt, ich spüre gar nicht mehr, was die Kirche will. Jesus war, der wollte Veränderung in seiner Glaubenswelt, und für junge Leute wünschen sie ja Veränderung in ihrer Glaubenswelt. Und selbst der Papst wünscht sie dir. Aber selbst dem Papst, also wenn man da, du warst jetzt also, warst ja am besten, du warst ja selber im Vatikan, wie hartnäckig dieses Gebilde ist. Das ist in der Natur der Sache, das ist also gar nicht, dass immer wieder ein Aufbruch braucht. Jesus-Darsteller Frederik Majet ist in Gedanken bereits bei der Probenarbeit. Nicht geschrieben, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ja, so steht es geschrieben. Doch ich sage euch. Du hast dir und sagst mit dem Toto und doch. Ja, stopp. Ja, so steht es geschrieben. Hol sie runter. Hol sie runter. Ja, so steht es geschrieben. Doch ich sage euch, runterholen, steht nicht geschrieben. Majet spielt die Rolle des Jesus bereits zum zweiten Mal. Etwa die Hälfte der Bewohner Oberammergaus, rund 2400 Menschen, wirken an den Passionsspielen mit. Als Darsteller, Statisten, im Orchester oder als Platzanweiser. Die fünfte Station auf dem Kreuzweg. Hallo. Als Jesus hinausgeführt wurde, ergriffen sie einen Mann aus Cyrene namens Simon, der gerade vom Feld kam, der Vater des Alexander und Rufus. Ihm luden sie das Kreuz auf, damit er es hinter Jesus hertrage. Diese Station finde ich so spannend, weil Simon von Cyrene kommt einfach da vorbei. Ein Nordafrikaner. Und er wird einfach gezwungen, weil Jesus ist ja schon einmal unter dem Kreuz zusammengebrochen, dass er mithilft, das Kreuz zu tragen. Und ich finde es spannend, es gibt ja ganz oft, wir wollen ja oft nichts zu tun haben mit vielen Sachen. Leid der Welt, Probleme, wir wollen uns einfach da raushalten. Und Simon von Cyrene hat ja mit nichts zu tun. Er ist ja weder einer, der den Tod will, noch kennt er Jesus, heißt ein Unbeteiligter. Und hier, auch typisch für die Via Dolorosa, wollen viele Pilger den Leidensweg Jesu nicht nur nachvollziehen und erfahren, sondern möglichst auch mit Händen begreifen. Zurzeit geht das natürlich nicht, wegen der Corona-Pandemie. Es gibt natürlich hier zum Beispiel Traditionen aus dem 19. Jahrhundert, erst früher gar nicht belegt, eben, dass Jesus hier noch mal gestürzt ist. Deswegen wurde ja Simon von Cyrene gezwungen, das Kreuz zu tragen. Dass man hier halt so einen Händeabdruck sieht,
wie Jesus sozusagen sich an der Mauer abstützt. Natürlich, diese Mauer stand zur Zeit Jesu jetzt nicht. Also das ist ja, aber eben, das sind so Sehnsüchte, wir haben das sehr oft. Wir haben ja oft auch so, bei der vierten Station zum Beispiel gibt es ein Mosaik, wo die Füße sind, wo Maria gestanden haben soll, als Jesus gesehen haben soll. Und es gibt ganz viele immer so Fußabdrücke, die natürlich alle sehr, sehr spät sind von der Tradition. Ich glaube, dahinter steht diese Sehnsucht, wirklich Jesus nahe zu kommen. Also einfach diese Sehnsucht im Heiligen Land. Wie kann ich ja, Jesus so ganz körperlich, leiblich nahe kommen? Das finde ich an sich erstmal gut. Weil Glaube ist nicht nur eine Kopfsache. Glaube ist etwas auch fürs Herz und für die ganzen Körper. Die Gefahr, die der Pater durchaus sieht, wenn es bei den rein körperlichen Beweisen des Glaubens bleibt und die Spiritualität nicht bis ins Herz geht, das Bewusstsein verändert, dann, fürchtet er, wird die Via Dolorosa als eine Art christliches Disneyland missbraucht. Hier ist die sechste Station und ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein in die Station. Die sechste Station ist wieder eine Station, die so nicht in der Bibel steht, die aber eine ganz große Wirkungsgeschichte hat, nämlich Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Also eben Veronika, Vera, Ikona, die wahre Ikone. Man sieht auch schon, dieser Name ist sprechend. Im Nikodemus-Evangelium heißt sie Berenike. Das heißt, dort gibt es dann die Geschichte, eigentlich ein sehr schöner Gedanke. Eigentlich ist es eine sehr tröstliche Station. Das heißt, in all diesem Zynismus, in all der Brutalität, in all dem Leid, in all dem verachtet werden, gibt es Momente der Menschlichkeit. Dass eben eine Frau kommt, die einfach Jesus, ja, das Gesicht, den Schweiß abtupft, den Schweiß nimmt und einfach ja eine Form von Erfrischung, Form von Zuwendung, Form von Liebe. Und das ist ja auch, finde ich, eine sehr tröstliche Station. Das heißt, Via Dolorosa, wir gedenken jetzt nicht nur der Abgründe der Menschlichkeit, was Menschen Menschen antun können, dass Menschen anderen Menschen das Leben zur Hölle machen, sondern dass Menschen eben auch sogar in der Hölle Menschlichkeit zeigen können. Das Mysterium um den Schweißabdruck auf dem Tuch war über die Jahrhunderte eine Inspirationsquelle dafür, wie Jesus ausgesehen haben könnte. Was ich an der Station so mag, die Via Dolorosa ist ja laut, stressig und man denkt manchmal, ich mag nicht. Diese Station hat eine Ruhe und eine Beruhigung. Und ich finde, das ist eigentlich genau diese Station. Eben Veronika, die eben diesen Leidensweg unterbricht, dem sie das Schweißtuch reicht und Jesus damit einen Moment der Ruhe, einen Moment der Erholung, einen Moment der Menschlichkeit schenkt. Und ich finde, diese Station strahlt das für mich auch aus. Es ist eine Station, die wirklich gut tut auf dieser Via Dolorosa, auch selbst hier ist so ein Ruheort. Ein großer Teil der Via Dolorosa verläuft nicht auf historischem Fundament. Dafür aber durch den Markt der Altstadt, wo christliche, muslimische und jüdische Händler interreligiös Geschäfte machen. Aber dies ist kein Museum. Richtig verstanden kann die Via Dolorosa ein sehr existenzieller Weg werden. Ein Hinhalten des eigenen Lebens vor Gott. Hier sind wir jetzt bei der siebten Station. Eine Station, wo es wieder einen Knick gibt. Das heißt, die Via Dolorosa geht jetzt in den alten römischen Cardo Maximus. Also das ist hier die Ölstraße, jetzt heute arabisch. Das heißt, hier wieder sozusagen eine ganz stark belaufene Straße, weil es auch, kann man sagen, die Haupthandelsstraße jetzt auch ist, Suk ist. Und hier fällt Jesus zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Diese Station, die zeigt, ich meine, mittlerweile hilft ihm ja Simon von Cyrene. Das heißt, er trägt nicht mehr allein das Kreuz. Und dennoch ist er so geschwächt, so leistungsunfähig, um es mal wieder modern zu sagen, dass er wieder zusammenbricht
und wirklich es nicht schafft, das Kreuz zu tragen. Übertragen auf das heutige Leben, auch wir können und dürfen versagen. Sondern mein Glaube sagt mir, Jesus kannte Durst, kannte Hunger, kannte Müdigkeit, kannte Aufgeregtheit, kannte Schmerzen. Und er kannte aber auch die Abgründe des Menschseins, wenn man wirklich ganz allein ist, wenn man eben zusammenbricht, wenn man verlassen ist, wenn man verachtet wird. Und das ist die Via Dolorosa, also wirklich Menschsein im schlechtesten Sinne, weil das, was Jesus durchmacht, ist ja menschengemacht. Das heißt, von Menschen zugefügtes Leid an einen Menschen. Ich glaube, das ist das Brutalste. Wir können ja alle irgendwie umgehen mit, wenn irgendwie, keine Ahnung, man ein Unwetter gerät, wenn man irgendwie, ja, wenn es, sag mal, dumm läuft. Aber wenn ein Leid menschengemacht ist, weil ein anderer Mensch mir das Leben zur Hölle macht, ich glaube, das ist das schlimmste Leid, was es gibt. Und das bedenkt die Via Dolorosa. Nach 7 Stationen wirken die Oberammergauer sehr nachdenklich. Sie halten einen Moment inne. Ich glaube, man sollte schon Bedenken und ein gewissen Respekt davor haben. Denn der Leidensweg Jesu, das sind viele Stationen, da sind viele Elemente dabei, was Menschen erfahren. Und in der Frömmigkeitsgeschichte im Laufe der Jahrhunderte hat es vielen Trost gespendet, dass sie nicht allein sind, wenn sie im Dreck sitzen oder wenn es ihnen schlecht geht. Wenn sie froh sind, dass vielleicht jemand hilft. Also diese Dinge, wenn sie nicht biblisch sind, wenn sie nicht fundiert sind, denke ich mal schon, verdienen Respekt auf alle Fälle. Und entsprechend finde ich, ist es auch gut, wenn den Kreuzweg geht. Nicht zur Lächerlichkeit, sondern dass das eine ernsthafte Sache ist und auch dran denkt, ein bisschen Fingerspitzengefühl, glaube ich, dafür gehört auch her. Es ist ein Lebenstraum für viele Gläubige. Einmal hier in Jerusalem gewesen zu sein. Einmal zu pilgern und zu beten. Hier ist die 8. Station. Was da interessant ist, wir haben hier einen Gedenkstein. Also wir haben hier Jesus. Das ist immer der erste und letzte Buchstabe. Christos und dann Nika. Also Jesus Christus siegt. Das ist, wenn man einen byzantinischen Gottesdienst schaut, auf den Prosphoren, auf den Broten, ist das auch draufgestempelt, auch auf vielen byzantinischen Gebetbüchern. Diese Station ist wieder eine biblische Station, wo die Frauen Jesus begegnen und weinen. Und Jesus sagt, weint nicht um mich, weint um euch und um eure Kinder. Und das ist eigentlich etwas ganz Schönes, weil neben denen, die jetzt sozusagen Jesus verachten, gibt es halt eben auch die Enttäuschten, die Verzweifelten und eben die Frauen, die sagen, ja, was tut man ihm an? Also diese ja, Stillleidenden, also es ja, gibt ja auch viele Menschen, die ja einfach auch resignativ werden bei Leid. Ich meine, nicht jedem ist es ja gegeben, aktiv zu werden. Manche sind ja einfach dann eben verzweifelt, ganz unten. Und da ist dieser Moment, er, der wirklich ganz unten ist, der jetzt wirklich eben zusammengebrochen ist, bespuckt wurde, verachtet wurde. Und der trotzdem Größe gezeigt hat, im Moment größter Not. Ist jetzt auf einmal quasi der Seelsorger, der sagt, hier, nicht um mich, fixiert euch nicht auf mich, sondern wirklich, schaut auf euch. Jesus nimmt alles auf sich. Denn er weiß, dass die Stunde der Erlösung jetzt ganz nahe ist. Und jetzt sind wir auf dem Dach der Grabeskirche, weil die Grabeskirche oder Auferstehungskirche, schöner wie die Ostchristen sie nennen, ist viel, viel größer, als was wir heute sehen. Das heißt, wir sind eigentlich schon über dem Eingang, den früheren Eingang dieser Monumentalkirche. Und hier, was wir sehen, sind diese Kreuze. Und hier ist dann sozusagen Endstation für diese Kreuze. Und wir gehen jetzt zum koptisch-orthodoxen Patriarchat auf dem Dach der Grabeskirche. Und dort ist die 9. Station, wo wir des 3. Falls Jesu unterm Kreuz gedenken.
Ein paar Schritte weiter auf dem Dach der Grabeskirche unterhalten die äthiopischen Christen das ärmliche Kloster Deir al-Sultan. Vor 300 Jahren hatten sie ihre Rechte im Inneren der Grabeskirche aus Geldmangel verloren. Auch die Äthiopier haben ihren eigenen Ritus, ihre eigenen Traditionen. Die Oberammergauer lassen all diese unterschiedlichen Zugänge zum Glauben auf sich wirken. So fügt sich in ihrem Bild von Jesus ein Mosaiksteinchen zum nächsten. Letztlich muss ich natürlich schauen, dass wir den Jesus total verstehbar machen als Mensch. Und in Jesus steckt natürlich ganz viel drin. Da steckt auf der anderen Seite wirklich jemand, der in eine Zeit hineingeboren ist, die in diesem Land ganz viel Unruhe war, also wo man sich nach einem Messias gesehnt hat, wo man sich nach einem Politiker gesehnt hat auf dem Thron Davids, der aber dann plötzlich Feindesliebe predigt, etwas, was wir bis heute nicht aushalten, Feindesliebe zu predigen. Dann gibt es aber auch den Sozialen, der absolut an die Ränder der Gesellschaft geht, der plötzlich am Teich von Bethesda auftaucht, der in den Prostituiertenvierteln auftaucht, von dem die Leute sogar manchmal sagen, er ist ein Freund der Zöllner und Huren. Also jemand, der nicht, weil er jetzt unbedingt, sondern weil er sich wirklich am Rand der Gesellschaft aufhält. Ja, wie geht's weiter? Von der 6. bis zur 9. Stunde herrschte eine Finsternis im ganzen Land. Die letzten Stationen auf dem Leidensweg Jesu Christi. Sie befinden sich alle in der Grabeskirche. Es sind nur noch ein paar Schritte. Die letzten Meter bis zur Kreuzigung. Die letzten Stunden im Leben von Jesus. Dieser Ort, die Grabeskirche, ist eines der größten Heiligtümer des Christentums. Ein Ort der Verehrung. Die Schlüsselgewalt haben seit Jahrhunderten muslimische Familien inne. Denn die 6 christlichen Konfessionen, die die Grabeskirche verwalten, waren untereinander zerstritten. Bis hierhin hat die Via Dolorosa bergauf geführt. Und während es berechtigte archäologische Zweifel an ihrem Verlauf von Beginn an gibt, umso sicherer sind sich alle Experten, dass der Endpunkt auch historisch korrekt ist. Die Grabeskirche steht auf dem damaligen Steinbruch Golgotha, der Kreuzigungsstelle Jesu. Gleich neben dem heutigen Eingang in der verwinkelten Kirche führt eine steile Treppe zur 10. Station. Sind wir an einem der heiligsten Orte der Christenheit überhaupt, auf Kalvaria, auf Golgotha. Und hier sind gleich 4 Stationen der Via Dolorosa. Die 10. Station der Via Dolorosa ist dort, wo wir dieses Fenster sehen. Das ist eben der alte Eingang St. Frankenkapelle, der Kreuzfahrer-Eingang direkt hier zu Golgotha. Dort ist Jesus mit seiner Kleider beraubt. Dann die 11. Station, die hat einen eigenen Altar. Und da ist auch ein großes Mosaik. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Die 12. Station ist die Zentralstation. Das ist eben der heutige griechisch-orthodoxe Altar und der Kreuzigungsort. Jesus stirbt am Kreuz. Wo wir das erste Mal die sogenannte, Kreuzprobe gemacht haben, wo man das halt mal technisch probiert hat, wie das ist. Und das ist natürlich ein ganz komisches Gefühl, da
aufgestellt zu werden, also so ausgesetzt zu sein, völligst hilflos, das ist ein schrecklicher Zustand. Und, ja, und man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Also wir machen das ja im Theater mit den ganzen Theatermitteln und Tricks und da ist natürlich nichts genagelt und man hat keine Schmerzen, aber trotzdem ist das eine wahnsinnig unangenehme Situation. Demütigend, ja. Und dann die 13. Station, dort haben wir ein Geschenk des Königreichs Portugal, ein kleiner Altar der Mater Dolorosa. Christus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Das ist ja die ganz berühmte Darstellung, Petersdom, die Pietà von Michelangelo, also eben diese Darstellung, dass die Gottesmutter ja ihren toten Sohn in den Armen hält und realisieren muss, ihr Sohn wurde ermordet. Das ist der Zentralort der Christenheit, das leere Grab, der Auferstehungsort. Eben die 14. Station ist ja auch, Jesus wird ins Grab gelegt. Der wird ja halt eben gedacht. Und natürlich gibt es oft auch die 15. Station. Und die finde ich sehr wichtig, ist halt die Auferstehung. Das heißt, die Via Dolorosa, der Kreuzweg, endet ja nicht im Tod, im Scheitern, im Nichts, in der Zerstörung, sondern in der Erlösung, in der Auferstehung. Und das ist die ganz große Trostbotschaft. Das heißt, 14 Stationen lang gedenkt man eigentlich dieses Leidenswegs, dieser Schmerzen, dieser Abgründe. Und die 15. Station sagt, ja, aber das ist nicht das letzte Wort. Wo ihr Menschen nur eine Wand seht, nur eine Mauer, nur den Tod, kann Gott einen neuen Weg schaffen, Leben, Erlösung, Herrlichkeit. Und das ist ja der Trost im Glauben. Am Ende steht eben nicht eine Mauer, eine Wand, sondern ein Du. Das ist Gott selbst und das ist der große Trost. Und somit ist es der größte Sehnsuchts- und Hoffnungsort der Christenheit hier. Auch die Oberammergauer werden von dieser Inspiration profitieren. Selbst wenn die Passionsspiele nun aufgrund der Corona-Pandemie später als geplant stattfinden. Sie leben mit dem Eindruck und im Wissen, die Botschaft des Leidensweges Jesu, der Via Dolorosa in Jerusalem, hat Jahrtausende überdauert. Und sie kann gerade jetzt in schmerzhaften, ungewissen Zeiten Halt und Hoffnung geben.